Um 1195 wird im oberösterreichischen Urkundenbuch ein Ort Brantensee erwähnt. 1309 findet sich urkundlich der Ort Breitensee. Der Terminus Branten bedeutet so viel wie eine Brandrodung. Vermutet wird, dass die Siedlung nach einer Brandrodung um einen Tümpel, die früher See genannt werden, angelegt wird und sich der Ortsname davon ableitet. Der Teich soll 1828 noch so groß gewesen sein, dass ein Fiaker während der Reinigung seiner Kutsche beinahe ertrunken wäre. Im Laufe der Zeit verkommt der Teich zu einem Tümpel und wird schließlich 1873 trockengelegt. Zur Erinnerung an den damaligen Teich steht heute in Breitensee an dieser Stelle ein Brunnen. Nach der Siedlungsform handelt es sich um ein Linsenangerdorf, dessen alter Ortskern zwischen der heutigen Leiserstraße und der Kentlerstraße liegt. Die Häuser und Gehöfte des Dorfes sind planmäßig um einen linsenförmigen zentralen Platz, den Anger, angelegt. Der Begriff Anger kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bezeichnet einen Dorfplatz in Gemeindebesitz. Wird nach der Gründung der Siedlung hauptsächlich Feldwirtschaft betrieben, entwickelt sich später Breitensee zu einem bedeutenden Weinbauort. 1673 wird Breitensee im unterösterreichischen Landkompass in die Reihe der besten Weinbauorte eingereiht. Breitensee wird 1529 und 1683 durch die Türkenbelagerungen und 1679 bis 1681 und 1712, 1713 durch die Pest sehr in Mitleidenschaft gezogen. Breitensee bildet eine eigene Herrschaft mit einer sehr bewegten Geschichte und häufigen Gutsherrenwechsel. Zeitweilig haben die Grundherrschaft, das Stift Heiligenkreuz, das Stiftkloster Neuburg, das 11.000-Mägdelein-Stift St. Ursula in Wien, die Pfarre St. Veit, die Herrschaft Jägerzeile und der Predigerorden in Wien inne. Im niederösterreichischen Gültbuch, entspricht einem Steuer- und Abgabenbuch, wird als erster Besitzer des Gutes ein Ulreich Tumbritzer angeführt, der die Herrschaft 1415 an Hans Missendorfer verkauft. Anschließend sind folgende Eigentümer angeführt: 1619 Wilhelm von Jörger, um 1700 Graf Johann Ferdinand von Küfstein, 1707 Franz Anton Edler von Zauner, anschließend der Spanier Ludwig von Samper bzw. Sampo, 1740 Johann Michael Kienmeier, 1772 Josef Niklas Graf von Windischgrätz, 1776 Maria Anna von Posch, 1805 Demetrius Freiherr von Posch durch Erbschaft von seiner Gattin, 1806 Ferdinand Graf von Colloredo Mansfeld, anschließend im selben Jahr 1806 Philipp Zimser, 1813 Johann Nepomuk Schwindler, 1822 Gottlieb von Manner mit seiner Gattin Theresia, 1827 Dr. Josef Neumann. Weitere Herrschaften mit Besitz und Rechten am Ort, das Bürgerspital, die Dompropstei und das Erzbistum Wien, die Dominikaner, das Stift St. Dorothea, die Johanniter, das Schottenstift, der Witzdom, ein landesfürstlicher Beamter, der die Finanzverwaltung in Österreich unter der Enns leitet, und die Uttendorfer Stiftung. Nachdem Ludwig von Sampo im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die Herrschaft Breitensee erworben hat, lässt er neben seinem Haus in den Jahren 1726, 1736 die Breitenseer Schlosskapelle errichten, die der Gutsbesitzer Johann Michael Kienmeier ab 1740 für die Öffentlichkeit zugänglich macht. In Breitensee stehen seinerzeit auch bekannte Gasthöfe, darunter das Kreuzhaus, der Gasthof zur Riesin im Bereich der heutigen Kentlerstraße 26 und der Gasthof zur Alten Schmiede, der noch heute im Bereich Ecke Kentlerstraße, Schanzstraße besteht. Kurze Bemerkung zum Gasthof zur Riesin und damit Überleitung zur heutigen Breitenseer Pfarrkirche. In Breitensee gibt es für die Gläubigen nur die von Ludwig von Sampo errichtete und 1740 vom Wiener Bürgermeister Johann Michael Kienmeier
dem öffentlichen Gottesdienst gewidmete Schlosskapelle, die dem heiligen Laurentius geweiht ist. Das rasche Anwachsen des Ortes erfordert einen Neubau, da die Kapelle nur rund 100 Personen aufnehmen kann. Initiator des neugotischen Kirchenbaus ist der geistliche Rat Ferdinand Ordelt. 1886 wird der Kirchenbauverein gegründet. Die Konstituierung des Vereins am 3. Mai findet in dem erwähnten Gasthaus zur Riesin statt. Der ursprünglich vorgesehene Kirchenbauplatz am heutigen Schützplatz ist zu dezentral gelegen. Die Gemeinde erwirbt daher das Grundstück Kendlerstraße 26 und widmet es zum Kirchenbau. Der Gasthof zur Riesin, das just an dieser Stelle steht, fällt dem Bau der neuen Pfarrkirche zum Opfer. Die Breitenseer Pfarrkirche wird von 1896 bis 1898 als Backsteinbau nach Plänen des Breitenseer Baumeisters Ludwig Zatzka im neugotischen Stil errichtet, mit Gemälden von Hans Zatzka, dem Bruder des Baumeisters, ausgestaltet, zum Beispiel das Altarbild und die Gemälde im Querschiff über den Seitenaltären. Am 8. Oktober 1898 wird die Kirche im Beisein von Kaiser Franz Josef eingeweiht. Breitensee wird am 1. Jänner 1892 als Teil des neuen 13. Bezirks Hietzing nach Wien eingemeindet. Die ehemals eigenständigen Vororte Penzing, Breitensee, Baumgarten, Hütteldorf sowie Hietzing, Ober- und Unter-Sankt-Veit, Hacking, Leinz, Speising und Schönbrunn bilden den 13. Wiener Gemeindebezirk. Am 15. Oktober 1938 in der NS-Zeit wird Wien durch Eingemeindung von 97 niederösterreichischen Gemeinden zur flächengrößten Stadt des Dritten Reichs mit 26 statt der bis dahin bestehenden 21 Wiener Gemeindebezirken. Im Zuge dieser Stadterweiterung wird unter anderem der ehemalige 13. Bezirk Hietzing in die heute weiter bestehenden Bezirke Hietzing, 13. Bezirk und Penzing, 14. Bezirk geteilt. Der 14. Gemeindebezirk Penzing vereint heute folgende ehemalige eigenständige Vororte: Penzing, Breitensee, Baumgarten, Hütteldorf und Hadersdorf-Weidlingnau. Auf die Geschichte des 14. Wiener Gemeindebezirks Penzing und auf die Historie der ehemaligen Vorortgemeinde Penzing gehe ich in dem Video 14. Bezirk Penzing, Vorortgemeinde Penzing, ausführlich ein. 1874 fährt erstmals die Pferdetramwei vom Linienwall bis nach Breitensee. 12 Jahre später wird die Pferdetramwei auf Dampf umgestellt und schließlich 1903 elektrifiziert. '1905 wurde in der Hütteldorfer Straße 112 das Straßenbahndepot Remise Breitensee errichtet und bis 2006 betrieben. Die Geschichte der Wiener Tramwei von den Anfängen bis 1938 ist in dem Video die Wiener BIM von 1840 bis 1938 dargestellt. Im Bereich der Breitenseer Straße 61 befindet sich die größere Wega-Peyer-Weibrecht-Kaserne und gegenüber im Bereich der Breitenseer Straße 88 die kleinere Biedermann-Hut-Raschke-Kaserne. Der Kasernenkomplex wird 1901 bis 1904 gemeinsam als Kaiser Franz Josefs Kavalleriekaserne errichtet und ist von Beginn an durch die Breitenseer Straße getrennt. Die Kaiser Franz Josefs Kavalleriekaserne ersetzt die Josefstädter Kavalleriekaserne und die Gumpfendorfer Kaserne. Kurz zur Erklärung, wie es zur Verlegung innerstädtischer Kasernen an die Stadtperipherie kommt. Die Kasernenverlegung firmt unter dem Terminus Kasernentransaktion. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entspricht ein Großteil der innerhalb des Linienwalls gelegenen Kasernen nicht mehr den militärischen Erfordernissen. Außerdem bietet sich ihr Areal in den bereits dicht verbauten Stadtteilen für die Errichtung von Wohnbauten an. Die Eingemeindung der Vororte, durch die die Stadt um ein ausgedehntes, nur locker verbautes Gebiet vergrößert wird, bildet die Voraussetzung für die Auflassung von Kasernen im alten Stadtgebiet und deren Verlegung an die Peripherie der äußeren Bezirke. Mit Gesetz vom 10. Juni 1891, Regierungsblatt Nummer 83,
aus 1891 wird der Finanzminister durch Kaiser Franz Josef ermächtigt, eine bestimmte Anzahl von Kasernen und sonstige ärarische, bedeutet dem Staatsvermögen zugehörige Grundstücke zu verkaufen und den Erlös zum Zweck der Ersatzbeschaffung der Heeresverwaltung zur Verfügung zu stellen. Auf Grundlage dieses Gesetzes werden nun folgende Kasernen im engeren Stadtbereich aufgelassen und durch neue an der Peripherie ersetzt. Die Franz-Josefs-Kaserne, die Josef-Städter-Kaserne, Gumpendorfer-Kaserne, die Fuhrwesen-Kaserne, die Holzhof-Kaserne, das Militärpflegedepot in der Florianigasse, die Getreidemarkt-Kaserne, die Alser-Kaserne, die Heutmarkt-Kaserne und das Invalidenhaus. Alle aufgezählten innerstädtischen Kasernen werden in den Jahren von 1900 bis 1912 geschliffen. 1910 beginnt auch teilweise die Parzellierung des Exerzierplatzes auf der Schmelz. In unmittelbarer Nähe zu den Breitenseer Kasernen befindet sich heute das Kommandogebäude General Körner in der Hütteldorfer Straße 126. Im Zuge der Wiener Kasernentransaktion wird auch für die 1875 ursprünglich in der Stiftskaserne untergebrachte Infanterie-Kadettenschule ein neues Gebäude errichtet. Die neue Kadettenschule wird 1896 bis 1898 in relativer Nähe zum großen Exerzier- und Übungsplatz auf der Schmelz auf dem Areal des Kendlerparks errichtet und ist mit 360 Zöglingen die damals größte Militärschule der Monarchie. Das Denkmal Kaiser Franz Josefs I. im Burggarten in Wien ist die metallene Kopie eines von Johannes Beck 1904 geschaffenen und für die Infanteriekadettenschule bestimmten steinernen Denkmals. Nach dem Ersten Weltkrieg dienen die Gebäude zunächst als Bundeserziehungsanstalt für Knaben, ehe es ab 1939 für eine nationalpolitische Erziehungsanstalt requiriert wird. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind in den Gebäuden französische Besatzungstruppen einquartiert. Nach Widerstehen Österreichs wird die Liegenschaft vom österreichischen Bundesheer genutzt. Aufgrund des riesigen Geländes kommt es schon früh zum Verkauf von Liegenschaftsteilen. So wird 1963 auf einem durch eine Straße abgetrennten Grundstücksteil im Norden eine grafische Lehranstalt errichtet. 2015 erfolgt schließlich der Verkauf des verbliebenen Parks hinter dem Hauptgebäude, auf dem Wohnungen errichtet werden. Dass sich das Hanusch-Krankenhaus in der Heinrich-Collin-Straße 30 in relativer Nähe zu den Kasernen und dem Kommandogebäude General Körner befindet, ist nicht zufällig. 1914-1915 wird das Krankenhaus als Militärspital von den Architekten Heinrich Schmid und Hermann Eichinger errichtet. Die feierliche Einweihung findet am 28. September 1915 in Anwesenheit von Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Josef statt. Den Namen KK Erzherzog Rainer Militärspital erhielt die Krankenanstalt nach dem 1913 verstorbenen populären Erzherzog Rainer, später firmte es als Landwehrtruppenspital unter dem Namen Erzherzog Rainer Spital. Nach dem Ersten Weltkrieg dient es als Zivilspital, im Zweiten Weltkrieg wieder als Militärlazarett. Themenwechsel. An der Ecke Hütteldorfer Straße, Lützowgasse befindet sich ein auffällig roter Backsteinbau mit der Aufschrift Stadt Wien 1896. Es gehört zum Komplex des Pumpwerks Breitensee und dient als Wohnhaus für das Personal. Das Pumpwerk Breitensee in der Hütteldorfer Straße 142 in Penzing ist das erste Pumpwerk im Netz der Wiener Wasserversorgung und wird am 6. November 1896 in Betrieb genommen. Ursprünglich ist das Gefälle der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung ausreichend, um die Stadt mit ausreichend gutem Wasser zu versorgen. Im Gefolge der Eingemeindung der Vororte Wiens 1892 müssen auf einen Schlag weitere Gebiete an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Um die neu eingemeindeten höher gelegenen Bezirke im Westen der Stadt ebenfalls mit Trinkwasser aus der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung versorgen zu können, muss das Wasser in die Höhe gepumpt werden, eben mit Hilfe eines Pumpwerks. Zu dem Pumpwerk Breitensee
gehören das ehemalige Pump- und Maschinenhaus, ein Kesselhaus, das Personalwohnhaus und weitere Nebengebäude. An der Alte Bergenstraße, etwa 500 Meter Luftlinie vom Pumpwerk entfernt und mit einem Höhenunterschied von etwa 40 Meter, liegt der ebenfalls 1896 fertiggestellte Wasserbehälter Breitensee. Das Wasser wird vom Wasserbehälter Rosenhügel aus ins Pumpwerk geleitet und von da in den dazugehörigen Behälter gehoben. Dafür werden im Maschinenhaus 4 Pumpen installiert, die innerhalb eines Tages bis zu 30.000 Kubikmeter Wasser heben können. Der Behälter versorgt bis zum Bau der zweiten Hochwellenleitung Teile der Bezirke 13 bis 19. Mit der Errichtung des Behälters Steinhof im Jahre 1914 wird das Pumpwerk obsolet und stellt den Betrieb ein. Auf die Wasserversorgung Wiens bin ich in den beiden Videos Wiener Wasser von den Anfängen bis 1870 und Wiener Wasser erste und zweite Hochquellenwasserleitung ausführlich eingegangen. Abschließend noch zwei kleine Gusto-Stückerl. In den Wiener Außenbezirken gibt es vor dem Zweiten Weltkrieg neben dem Wiener Prater und dem Böhmischen Prater noch zahlreiche kleine Vergnügungsparks. Wenige davon können nach dem Krieg ihren Betrieb wieder aufnehmen. Im 14. Bezirk in der Steinbruchstraße sind es zwei, jene der Familie Pechacek im Bereich der Steinbruchstraße Nummer 94 bis 96. Dieser wird bereits 1970 geschlossen. Anton Deditsch, Vergnügungspark im Bereich Steinbruchgasse 39 inmitten der Schrebergartensiedlung, schaffte es mit einem historischen Karussell, einem Mini-Autodrom und einer Schießbude bis zum Jahre 2005. 1910 lässt sich ein Tischlermeister aus Tschechien sein Erbteil auszahlen und zieht in die Reichshaupt- und Residenzstadt nach Wien. Auf dem Grundstück, das noch von Äckern des Grundbesitzers Kufner umgeben ist, befestigt der Tischlermeister Deditsch Fahrräder mit Stangen an einer Achse und hat so sein erstes Fahrradkarussell. Dann werden Schaukeln aufgestellt. In den nächsten Jahren kommt noch ein Kinderringelspiel, ein Kettenflieger, eine Schießbude, Kinderschaukeln und eine lustige Bank hinzu. 2005 wird dieses Juwel geschlossen und 2007 wird das Areal in einen Parkplatz umgewandelt. Das Breitenseer Kino oder auch die Breitenseer Lichtspiele, gegründet 1905 als Zeltkino, ist bzw. sind heute das älteste durchgängig bespielte Kino von Wien. Ab 1909 bis heute hat das Kino eine feste Adresse im Hause Breitenseer Straße 21 und nimmt den Namen Breitenseer Kino an. Die ursprüngliche, bis heute erhaltene Holzbestuhlung ist in ihrer Art einzigartig. Weiters verfügt das Kino über einen der letzten 35 mm Filmprojektionsanlage der Wiener Firma Friedel Kalupka.